kriegst du bald einen neuen Daddy. Da musst du aufpassen, dass er morgens nicht nackig durch den Flur läuft, ne? Ist dir eigentlich bewusst, dass das mega peinlich gerade für mich ist? Du kannst doch nicht so eine Show hier abziehen. Und hast du bei dieser ganzen Aktion vielleicht mal an mich gedacht? Du weißt ja, ich bin ein großer Junge, ne? Und ich kann schon alleine zur Schule gehen. Das mache ich schon seit Jahren. Das Memo sollte eigentlich bei dir angekommen sein. Ja, ich habe heute Zeit und will Zeit mit dir verbringen, weil ich frei habe. Das ist ja auch echt super, dass du heute frei hast. Freut mich für dich. Nee, da habe ich keine Lust drauf. Und was soll die Aktion, meinen Kleiderschrank zu plündern? Ja, aber das sind doch coole Klamotten und das steht mir. Nein. Du hast ja seinen Zwillingsbruder. Ja, andere wären aber froh, wenn sie so einen Vater hätten. Ich glaube, du kennst nicht viele andere Leute. Jo, Frau von Wiesnau, bitte nicht zu spät zum Unterricht kommen, ne, Schnecke? Oh. Ah, keine Sorge, Schnecke. Ich habe was im Auto vom Herrn Bauer vergessen. Unterricht beginnt pünktlich, ja? Du ab in die Klassenzimmer, ja? Hey, Tobias, go in this class and have fun. Denk dran, du bist cool. Dad, was hab ich dir getan? Hättest du mich nicht einfach enterben können? Müsst du mich hier öffentlich hinrichten? Tobi, wir gehen. Ja, bitte. Hey, kids, go into the class, learning English, history and math. Mann. Hallo? Ja? Wer sind Sie? Das ist Eva, das ist die Neue in der Klasse. Kann ich den Stuhl hier nehmen? Ja, okay. Und Sie sind Frau? Ich bin die Mutter von der Eva. Ich bleib immer bei ihr. Können wir das eben bitte vor der Tür kurz besprechen? Nimm mal die Taschen mit Eva, das sind auch die Taschen. Und da wäre ich äußerst gern dabei. Nee, das schaffe ich schon alleine. Hat man ja eben gesehen, wie du das hier alleine schaffst. Ja, genau, weil wir mit Schreierei auch... Mal ganz kurz raus, ich bin gleich wieder zurück. Und wenn du auf Toilette musst, Mutti ist gleich wieder da. Ruhe jetzt! Das mit meiner Mutter kriegen wir hin, ne? Ja, hoffentlich. Später. Ja, er war so ein bisschen tollpatschig, ne? Aber so richtig süß. Er war immer schön auf seine Schwestern gehört. Der war einfach nur das gibt's doch gar nicht. Sagen Sie mal, haben Sie irgendwelche Fotos dabei? Ja, klar, ja. Als Nackedeifer. Oh. Als Nackedeifer. Ich bin so gar nicht, wie süß ist der. Der war so süß. Der war ja am allerbesten, wenn der Nackedeifer, ne? Oh. Nichts geil. Oh, oh Gott, die sind süß. Ja, total süß. Ja, Leute, Schrampeln, Kontakt, oder? Was machst du denn hier, verdammt doch mal? Kannst du bitte mal kurz? Das hier ist eine Schule. Das hier ist mein Arbeitsplatz. Ich hab mich doch nur was mit den Schülern unterhalten. Und ich wollte gucken, wo du und Thea jetzt arbeiten. Das wird doch nackt deinen Leuten nichts ausmachen, oder? So, Leute, die Show ist jetzt sofort vorbei. Wir haben jetzt gleich Unterricht. Ja, aber sie sind doch auch beschäftigt. Mach du dir mal keine Sorgen, ob ich gleich pünktlich im Unterricht bin. Und jetzt Abflug. Wollen wir mal abfliegen? Ja. Komm, Bruder, beschreiben wir uns. Ja, Mann, Alter. Aber Sie haben wirklich einen richtig süßen Sohn. Ja, sehr gut. Aber du kannst dich doch nicht bloßstellen vor meinen Schülern mit irgendwelchen alten, peinlichen, nackten Kinderfotos von mir. Ich hab mich doch nur mit denen unterhalten. Jetzt so schlimm ist es ja jetzt auch nicht. So, ich bin jetzt spät dran, ich hab jetzt Unterricht. Und du kommst bitte mit. Weil ich habe keine Lust, dass du noch irgendwelche anderen blöden Geschichten rumerzählst. Ich darf mit in deinen Unterricht. Oh, schön, da freue ich mich aber. Oh, schön, schön. Gott, ist das peinlich. Hast du irgendwie Neuigkeiten? Ja, ich habe jetzt alles abgecheckt. Das war eine Doppelbuchung. Die haben einen Fehler gemacht. Wir können Bammis Eltern nicht einfach wegschicken. Mann, wie soll man denn jetzt vernünftig Unterricht machen? Das war jetzt blöd, aber ich meine, wir müssen das Beste daraus machen. Ja, es gibt Leute, die finden FKK ganz cool. Ich meine, ich weiß ja auch, dass das Ganze nichts mit Sexualität zu tun hat. Aber ja, ich meine, mach das mal irgendwelchen pubertierenden Teenies klar. Entschuldigung, können Sie mal bitte kurz kommen? Ja, bitte. Was ist denn los? Ja. Das funktioniert so nicht. Warum? Ich wollte Ihnen so ein bisschen helfen hier vom Unterricht. Haben Sie mal den Aufschlag von den Kids gesehen? Das ist total falsch. Das haben Sie schlecht erklärt. Immer von unten.
Von unten. So. Sie können das besser, oder wie? Auf jeden Fall. Hören Sie mal, wissen, wer vor Ihnen steht. Nicht irgendwie ein Hans Wurst. Vor Ihnen steht der dreifache Kreismeister im Federball. 1993, 1994, 1995 und 1996. Wissen Sie, das ist nämlich wie Fahrradfahren. Das verlernen Sie nicht. Ich sag zu den Kids immer, immer schön nach unten und dann den Aufschlag machen. Ey, Bambi, sag mal, will der mit seinem Ding hier den Sand wieder glatt machen, oder was? Papa, es reicht. Du bist absolut peinlich. Warum bin ich peinlich? Schau mich doch mal an, genau deswegen. Was ist denn jetzt schon wieder los? Du drehst am Rad, weißt du das? Bambi, bleib hier. Okay, ganz kurz, das funktioniert so nicht. Hier bin ich total blöd. Au! Wer sind Sie denn? Mama, das ist meine Lehrerin, Frau Schäfer. Ja, du warte, ich komm gleich, ne? Ein Minütchen. So, was kann ich denn für Sie tun? Frau Müller, ich würde gerne einmal ganz kurz mit Ihnen über Ihre Tochter reden, wenn Sie sich was anziehen wollen. Also ich brauche nichts anziehen, ja, das geht auch so. Ich habe gleich noch was vor. Ich glaube das gerade nicht. Hab ich das gerade wirklich gesehen? So, also ich weiß gar nicht, hast du schlechte Noten oder wo ist jetzt das Problem? Nein, die Noten von ihrer Tochter sind super, das ist nicht das Problem. Ja, was ist denn das Problem? Oh, Mama, merkst du nicht, dass du mir einfach nur peinlich bist? Gut, dann ist die Stunde beendet. Wir können uns sogar anpacken. War das eine gute Stunde? Nee, das scheint nicht so. Oh, die Kinder haben sie angestrengt. Ich glaube, sie brauchen eine Massage heute. Was ist denn das für ein Softporno? Oh, kriegst du bald einen neuen Daddy? Da musst du aufpassen, dass er morgens nicht nackig durch den Flur läuft, ne? Ist dir eigentlich bewusst, dass das mega peinlich gerade für mich ist? Du kannst doch nicht so eine Show hier abziehen. Und hast du bei dieser ganzen Aktion vielleicht mal an mich gedacht? Was ist denn da das Problem? Ich massiere Herr Färber nur mal. Also ich meine, fühl mal, der ist total verspannt. Eine Massage ist nichts Schlimmes. Der Typ ist sein ganzes Leben verspannt. Also Rosa. Also. Ja, geht doch. Gib da nicht mehr ganz so Wuft um. Hallo. Herr Ensen, was ist los? Wir haben Unterricht, was wollen Sie hier? Ja, geht bitte auf den Boden, macht 30 Liegestütze, okay? Herr Ensen, was wollen Sie hier? Tobias hat seinen Glückspulli vergessen. Den wollte ich bringen und den braucht er heute. Ja, leg ihn da hin und jetzt kusch, kusch ins Auto, ja? Mein Vater und Glückspulli. Es kommt direkt nach Glücksbärchi. Was geht in deren Kopf vor? Also, Liegestütze, komm runter. Ihr könnt auch Mädelsliegestütze machen. Was ist das denn da? Was bist du denn für eine Lusche? Was ist das denn? Bitte? Ich zeig Ihnen das am besten. Nee, Herr Ensen, da brauchen wir gar nichts. Ich zeig Ihnen was. Ja, mach jetzt mit. Wie geil. Nein, Dad. Nein, nein. Tu mir das nicht an. Komm, einig. Denk an deinen Rücken, alter Mann. Nein, tu das nicht, wirklich nicht. Frau von Wiesner, wir können das auch. Tu das nicht. Tu mir das nicht an, wirklich nicht. Ach, oh, du Vollidiot, ich sag's dir noch. Herr Ensen, geht's? Sie kommt jetzt zusammengebrochen. Hör auf zu lachen. Brauchen Sie Hilfe? Na, geht schon. Ja, mit dem Rücken kann gefährlich sein. Haben Sie Rückenprobleme sonst? Geht schon. Alles gut. Boah, Tobi. Was für eine Blamage, Alter. Mein Leben ist vorbei. Madagaskar ist bestimmt ganz schön. Da kennen die Leute mich nicht. Ja, aber ich krieg das schon hin. Und Sie müssen sich ja auch ein bisschen ausruhen. Sie sehen sehr müde aus. Haben Sie überhaupt schon was gegessen? Nein. Aber ich kann wunderbare Brote mit einem ganz, ganz tollen französischen Käse anbieten. Möchten Sie ein Stück? Ich muss eigentlich in den Unterricht. Ja, aber eins können Sie doch essen, oder? Ja, Käse. Ja. Das schmeckt super. So? Mhm. Und das wird ganz, ganz toll, die Zusammenarbeit mit dir. Schmeckt's? Mensch, hör mal, juckt dich da auch so? Ah, ey, Bambi, Mann. Was ist denn mit deinem Vater los? Hat der Kretze oder was? Oh Mann, das ist ja furchtbar. Das ist ja widerlich. Oh, das ist wie ein Autounfall. Man muss irgendwie hinkommen. Alter, wie eklig. Hey, Bambi. Alles gut? Was ist das denn?
Entschuldigung, können wir Ihnen irgendwie helfen? Keine Ahnung. Oder wo sind wir hier? Da muss irgendwas im Duschgel gewesen sein. Das hat so komisch gerochen. Sag mal, Bambi, hast du da was mit zu tun? Du bist uns gegenüber doch die ganze Zeit so abweisend. Hast gerade noch gesagt, du willst uns weghaben. Sag, hast du da was ins Duschzeug reingekippt? Bambi, stimmt das? Also ich meine, du weißt sicher, dass das dann extrem übertrieben wäre. Wenn das, Nein, habe ich nicht. Das habe ich schon ein paar Mal gesagt. Das reicht doch jetzt. Aber ich freue mich einfach, dass du jetzt die Zeit gefunden hast, dass wir jetzt die Ausarbeitung machen können. Und diesmal helfe ich dir auch. Okay, sehr gut. Als ich gesehen habe, wie Cheyenne heute abgegangen ist, das war schon echt hot. Ich glaube nicht, dass wir so viel an dem Referat arbeiten werden. Ich glaube, wir besprechen erst mal die Gliederung. Hast du nicht gesagt, dein Vater wäre nicht da? Ja, der hat eigentlich einen Termin. Es sollte eigentlich keiner da sein. Ja, Mann, voran. Papa? Mama?